Hallo Leute, ich bin der Dan und ich beschäftige mich am liebsten mit Pen and Paper Rollenspielen. Ja, und heute habe ich mich wieder einmal mit etwas beschäftigt. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung gelesen, mit Fate, und habe mir Gedanken darüber gemacht, warum wird Fate so gehasst? Hass ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber warum haben so viele Leute Probleme mit Fate? Was sind die Besonderheiten von Fate? Was sind die Vorteile von Fate? Und ich werde auf jeden Fall jetzt mindestens nochmal zwei Videos machen, also dieses hier und das nächste, in dem wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber erstmal erkläre ich euch, was ist denn Fate? Das hier ist Fate Core. Ein Universalrollenspiel. Entschuldigung. Ein Universalrollenspiel, das ihr gratis runterladen könnt beim Uhrwerk Verlag bzw. auf der Seite Fate Core oder faterpg.de. Und dieses Rollenspiel könnt ihr für alle möglichen Settings einsetzen. Es gibt ein Setting, da ist es Fate traditionell ein bisschen schlechter aufgestellt, wird jedenfalls so gesagt. Horror soll man damit nicht so gut abbilden können. Aber das ist kommt immer auf die Gruppe auch so ein bisschen an. Was ist das Fate-Rollenspiel überhaupt und warum scheidet es so die Geister? Fate ist der Versuch, einen ganz anderen Ansatz von Rollenspiel zu machen. Und es geht weg von vielen Traditionen. Da werde ich gleich nochmal ein Wort dazu verlieren. Denn Fate hat wenig Würfeleinsatz. Fate hat viel Improvisation und viel Selbstmotivation von Spielern und Spielleitern und ist deswegen anders. Und ihr braucht für Fate ein anderes Mindset. Und das ergründe ich gerade, denn ich schreibe ein Abenteuer für den Kanal, für dieses tolle Fate-Setting, was genau mein Ding ist, Malmsturm, Sword and Sorcery von Fate. Wenn ihr mal reingucken wollt in die Bücher, findet ihr dazu eine Playlist auf meinem Kanal. Wahrscheinlich habe ich sie unter dem Video verlinkt. Und deswegen beschäftige ich mich jetzt gerade nochmal intensiver mit Fate. Und man hört immer so viel, Fate ist ein System, das hört sich toll an, aber es funktioniert nicht. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil man für Fate ein anderes Mindset braucht. Als ich mit Fate angefangen habe, mich zu beschäftigen, da habe ich auch gedacht, da fehlt ja dies, da fehlt ja das. Die Würfel, klassisches Konzept von Abenteuern, ich bin der Spielleiter, ich gebe die Geschichte vor und so weiter und so fort. Das, diese ganze Gruppendynamik und das alles funktioniert bei Fate, beim Spielleiter und bei den Spielern anders. Deswegen braucht ihr entweder Spieler, die Bock haben, was anders zu machen, oder Leute, die einfach genau darauf geeicht sind. Das wird mein Ziel sein, eine Gruppe zu finden, mit denen ich sowas umsetzen kann. Ich erkläre kurz, wie es funktioniert. In einem normalen Rollenspiel sage ich, ich würfle jetzt auf Wissenschaft. Dann habe ich einen Wert in Wissenschaft, ich habe meistens irgendwie einen Attributwert und dann würfle ich. Okay, so funktioniert Fate nicht. Bei Fate habt ihr zwar auch ein paar Fertigkeiten, aber ihr habt vor allem Aspekte. Die Aspekte, das ist alles, was den Charakter ausmacht. Ihr seid der größte Dieb von Braavos. Da stecken viele Dinge drin. Ihr seid in Braavos bekannt, ihr seid ein herausragender Dieb, viele Leute kennen euch, was auch immer. Ihr seid vielleicht von der Körpergröße her groß, da können viele Dinge drinstecken. Das heißt, man leitet von diesen Aspekten sehr viel ab. Für den Charakter, aber auch für alles andere. Ein Raumschiff hat verschiedene Aspekte, zum Beispiel der Millennium Falcon. Marode Technik, ja, fliegt schneller als die Reparaturen gemacht werden können oder sowas. Davon kann man als Spielleiter viel ableiten, Negatives vielleicht für die Gruppe, aber die Spieler können auch Positives für sich ableiten und bekommen dann Boni oder Mali oder Herausforderungen in ihrem Spiel. Das heißt, ihr könnt mit diesen Sätzen, mit diesen Aspekten, mit diesen Beschreibungen von Situationen, von Welten, von Fahrzeugen, von Figuren, von Ereignissen, könnt ihr ganz, ganz viel ableiten und habt ganz, ganz viel Freiheit, und dafür braucht ihr diese Fate-Punkte, diese Schicksalspunkte, die ihr einsetzen könnt, ja, und könnt dann quasi diese Aspekte nutzen, quasi eure Fertigkeiten nutzen.
Das klingt total cool, ist aber eine Sache, wo man sich als Spieler umdenken muss, weil man wird nicht nur jemand, der auf eine Situation reagiert, die der Spielleiter einem vorgibt, sondern man kann auch agieren. Man kann auch die Szene verändern, man kann Situationen verändern, man kann Rahmenbedingungen verändern. Wenn es Sinn macht, in Verbindung mit dem gereizten Aspekt, ja, und einen Feldpunkt habt, dann könnt ihr die Situation ändern. Wie zum Beispiel, dieser Aspekt für diesen Raum ist jetzt, steht unter Feuer. Der Spielleiter hatte die Idee, in einem klassischen Rollenspiel, die Spieler sind in der Scheune und die Scheune fängt an zu brennen. Aspekt steht unter Feuer. Die Spieler können diesen Aspekt natürlich jetzt ändern, indem sie Dinge tun. Eigentlich hat der Spielleiter in einem traditionellen Spiel sich geplant, okay, das steht unter Feuer, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie springen aus dem Fenster raus oder sie machen sich nass mit dem Wasserfass, was hier steht, und umwickeln sich noch mit diesen feuchten Lappen und versuchen vorne rauszukommen, durch die Flammen, aber geschützt durch das Wasser. Und so funktioniert Feld nicht. Feld funktioniert anders. Der Spielleiter sagt, der Raum fängt an zu brennen. Schreibt den Situationsaspekt oder Raumaspekt, wie ihr es nennen wollt, auf eine Karte. Der Raum steht, oder die Scheune steht lichterloh in Flammen. Der Rauch wird stärker. Und die Spieler haben viel mehr Freiheiten. Der Spielleiter macht sich keine Gedanken darüber, wie die Spieler da rauskommen. Über das müssen sich die Spieler Gedanken machen. So weit, so gut. Das ist eine traditionelle Herangehensweise. Aber es fordert ein hohes Maß von Improvisation beim Spielleiter. Denn die Spieler können dann die Story auch in verschiedene andere Richtungen drücken. Das heißt, für den Spielleiter, der klassisch an die Sache rangeht, der wirklich ein Abenteuer schreiben will und sich überlegt, was könnten die Spieler tun, was könnten sie nicht tun, im Rahmen von so ganz festen Regeln und so weiter, das existiert nicht. Deswegen so wenig wie möglich festlegen. Aber dazu werde ich jetzt danach noch ein Video machen, was Fate tut, um dem Spielleiter die Struktur zu vereinfachen, das Denken zu vereinfachen, die Welt so aufbaut, dass der Spielleiter in dieser Welt gut improvisieren und spielleiten kann. Dazu gehört nämlich ein bisschen was, das gucken wir uns dann im zweiten Video an, wie man diese Konzepte, die sich jetzt hier sehr theoretisch anhören, auch dann im Spiel umsetzen kann. Ich hoffe, das aktuelle Video gefällt dir und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann bitte ich dich jetzt, abonniere den Kanal, lass mir gerne auch ein Like da. Ja, und ich möchte dich bitten, meide große, seelenlose Verkaufsportale, sondern unterstütze deine kleinen Verlage, deine kleinen Buchhandlungen oder deine kleinen Webshops wie meinen dance-abenteuerwelt.de oder andere. Denn die kleinen Webshops und die kleinen Verlage sind auf die Marge angewiesen, die sonst die großen, seelenlosen Kaufhäuser in diesem Internet vielleicht einstreichen. Und jetzt weiter und viel Spaß mit dem aktuellen Video. Umsetzen kann, so wie es hier zum Beispiel im Fate Core beschrieben ist, oder auch hier in Malmsturm oder in anderen Fate-Modulen beschrieben wird, wie man das gut anpassen kann. Das machen wir im zweiten Video. Und dann werde ich nochmal ein Video machen, ja, nachdem ich Fate geleitet habe. Ich baue jetzt gerade was zusammen, ein schönes Abenteuer mit Fate, mit Malmsturm, und werde versuchen, so viel wie möglich von dem, was Fate mir sagt, aufzunehmen, daran meine Kampagne oder mein Abenteuer auszurichten und dann abzugleichen mit dem, was in den Büchern steht und was meine Erfahrung ist. Das ist mein Service, also bleibt dran in diesem YouTube-Kanal, ja, mit einem Abo und einem Like. Ja, also, was ist das, was die Spieler und der Spielleiter verändern müssen, um bei Fate anzukommen? Wie gesagt, wir gehen weg von der Tradition. Es gibt nicht die Lebenspunkte, die Mana-Punkte, Rüstungswerte, magische Gegenstände in dem Sinn, dass sie jetzt einen Bonus auf irgendwas geben oder mehr Schaden oder sonstige Dinge. Davon gehen wir komplett weg. Es ist eine komplett andere Idee. Alles funktioniert gleich und zwar so anhand dieser Aspekte. Ihr braucht, um zu zaubern, einen Aspekt,
der euch zum Beispiel in diese Richtung ausweist. Das heißt, ihr seid ein herausragender Absolvent der Eismagischen Fakultät von Kulmbach. Das heißt, ihr könnt in dem Moment, wenn ihr einen Feldpunkt habt, anhand Eismagisch, wenn der Spieler da sagt, das passt, so ziemlich alles anzaubern, was man sich mit Eismagie vorstellen kann. Und das ist natürlich für Spielleiter schwierig. Aber da geht dann die Improvisation los. Also so ist schon mal ein Ansatz. Dann, ganz wichtig, das habe ich für mich herausgelesen als wichtigste Geschichte. Und das habe ich jetzt nicht nur über Fate herausgefunden, sondern auch über das Spielen von Siebte See, das auch sehr, sehr stark erzählerisch ist und bei dem die Spieler auch sehr, sehr stark die Handlung verändern können unter Umständen. Die Spieler müssen auch ein Stück weit zum Spielleiter werden. Sie müssen aktiv werden, die Story mitgestalten und mitspielen und nicht nur reagieren, was kommt. Und jetzt kommt das Ding, wo viele vielleicht scheitern. Der Spielleiter muss auch ein Stück weit zum Spieler werden. Und das heißt, er muss auch die Bälle aufnehmen, die von den Spielern kommen und mit seinem Team dann so neu umjonglieren. Das Team, das sollte am besten so flexibel sein, dass das funktioniert. Und sollte die Sachen aufnehmen und dann in sein Abenteuer einbauen. Das heißt, der Spieler, der Spielleiter, hat nur Situation Tor 1 und Tor 2. Die Spieler müssen von Tor 1 zu Tor 2. Und alles dazwischen muss der Spieler und der Spielleiter müssen das zusammen eruieren, wie sie dahin kommen. Und wie sie dahin kommen, das müssen sie selbst entwickeln. Und das ist dieser Sandbox-Ansatz, das ist der nächste Punkt. Fate funktioniert sehr, sehr sandboxig. Das funktioniert nicht in so festgefügten Regeln, wo wir eigentlich herkommen, wenn wir DSA spielen, wenn wir Dungeons and Dragons spielen oder Midgard. Ja? Bei Midgard weiß ich ganz genau, Katze, bitte gehen Sie da weg. Bei Midgard weiß ich ganz genau, so funktionieren die Zauber, das ist der Rahmen, so viele Bewegungspunkte hat eine Figur, sag ich jetzt mal. Ja, es ist total festgelegt, man kann es so spielen, total festgelegt. Aber so funktioniert Fate halt nicht, weil Fate immer abstrakt ist und es ist immer das, was ich als Spieler oder als Spielleiter daraus mache. Das heißt, ich als Spielleiter muss auch immer darauf vorbereitet sein, was die Spieler machen und das anhand der Aspekte, die ich definiert habe, ableiten. Ich denke also nicht von meiner Story aus, wie das Spiel funktioniert, wie die Sandbox funktionieren soll, sondern ich denke immer von dem Aspekt aus. Das ist etwas, was mir Fate gegeben hat. Darauf werde ich aber dann im zweiten Video nochmal genauer eingehen. Neues Mindset habe ich gesagt. Sandbox ist wichtig. Ja, selbst wenn es einen Anfang und einen Endpunkt gibt, dazwischen ist es sehr frei, weil die Spieler halt so viele Möglichkeiten haben. Da muss sich der Spielleiter nicht so krass vorbereiten. Er muss eher sicher in der Welt sein, um improvisieren zu können. Improvisation ist, habe ich auch genannt, Tradition habe ich auch genannt. Okay, ich hoffe, ihr konntet das nachvollziehen. Es ist wirklich ein Gedankensprung, weil der Spielleiter und die Spieler müssen anfangen, an das Spiel heranzugehen, mehr Leistung zu bringen von sich aus und mehr selbst reinzugeben. Und wie das Feld macht, das erkläre ich euch im nächsten Video. Also das, was in den Büchern steht. Ja. Ob die Realität so aussieht, ob man das so umsetzen kann. Und es hört sich auch wirklich geil an. Ja, das erfahren wir dann im nächsten Video.